Die Wettershow. Und Sie sehen hier Erwald ganz schön verschneit, aber wir in Wien bitte haben auch schon Schnee, unglaublich. Uschi Günther war soeben draußen für uns, die Lage zu begutachten, Wahnsinn, also richtiges Winter-Wonderland, fast so schön wie eben aber hier in Heiligenblut. Ist das jetzt unheimlich, ist Heiligenblut, das muss ja so herzig sein. Also ich sehe leider immer nur diese Perspektive, aber es ist total putzig. Am Fuß vom Großglockner, ist ja auch von der Location her unheimlich schön. Genau, Langenlois ebenfalls zu sehen, hier noch nicht verschneit, nicht so wie auch zum Beispiel eben schon in Wien. Dafür Lech am Arlberg, ganz klar, da natürlich der Schnee en masse das vorhanden. Das Herz des Skisports, genau, Arlberg. Genau, und Windisch Garsten ebenfalls hier noch zu sehen. Auch hier ein schönes Bild, wie es weitergeht in den kommenden Tagen, wo es dann tatsächlich noch richtig kalt wird, wo es gefriert, wo die Sonne durchkommt. Das haben wir gleich für Sie. Wir blicken vorher allerdings nach Europa. Zwischen den Balearen und dem Balkan sind reichlich Wolken für wiederholte, teils kräftige Regengüsse verantwortlich. Bei uns dominiert regional noch leichter Hochdruckeinfluss mit einer Mischung aus Sonne, Nebel und Hochnebel. Und über den britischen Inseln formiert sich ein Tief mit seinen Regenwolken. Damit auch schon nach Österreich. Heute zunächst recht verbreitet Schneefall im Osten, aber eben auch gefrierender Regen und Glatteis. Im Laufe des Tages von Westen her immer häufiger trocken und ab Mittag zum Teil auch sonnig. Höchstwerte minus 3 bis plus 4 Grad. Die nächsten 24 Stunden für Sie für den Westen, was halten die denn parat? Zumindest mal Plusgrade. 5 Grad die Maximalwerte, Sonne ein bisschen vorhanden, aber leider auch der Regen und der Schnee dann in der Nacht. Im Osten die nächsten 24 Stunden. Wie gesagt, jetzt hier schon ganz schön viel Schnee in Wien und das ist auch hier angezeigt. Es soll eben auch schneien. Und ja, richtig warm wird es heute nicht. 0 Grad wärmer wahrscheinlich. Ja, aber es ist Winter. Genau, wir freuen Winter. Uns das ganze Jahr für Schnee. Absolut. Ich hoffe, er bleibt bis 24. oder kommt dann wieder. Die nächsten 7 Tage zumindest mal die Prognose. Um die 5 Grad, ein bisschen Sonne, aber auch Schnee mit dabei. So wie auch hier im Osten. Um die 10 Grad am Sonntag, das ist wirklich herrlich. Dann leider auch mal wieder Regen, der sich untermischt. Stehe ganz klar. So viel von der aktuellen Wetterlage. Wir gehen jetzt in eine ganz kurze Pause, sind aber sofort wieder retour.